Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid 3. Und es gibt was zu essen. Ledermaus. Raus damit. Hungerstreik. Ist so. Eine Gabel. Na, lass es dir schmecken. Wir sollten unser Team anrufen. Wir waren ja bestimmt lange getrennt. Wir haben ja lange nichts mehr hören von uns lassen. Snake? Major. You're all right. I wouldn't say all right, but at least I'm alive. That's good enough. But they took all my weapons and equipment from me. Well, you still got your radio and medical items with you. Yeah. I wonder why that is. Perhaps Volgin's not finished with you just yet. Yeah, well, I'm not finished with him yet either. Snake, you've got to escape from that cell somehow. There must be a way. Use your head. Snake, your right eye. The cornea and the lens are severely damaged and the eyeball is ruptured. So I can't heal it, even in the survival viewer. I'm afraid not. I'm sorry, Snake. I wish there was something I could do. Don't worry about it. I can still fight. I don't doubt you. But don't do anything crazy, okay? From here on, it's going to be difficult to see out of your right eye. Attacking in first-person view will feel a little different from before. Be careful. Snake, the door of the cell is set up to open when it receives a radio signal on a certain frequency. If you only knew the frequency, you could use your radio to open the door. Ja, das ist eine Methode, um zu fliehen. Ja. Da rechts sieht man's. Unser Sichtfeld ist jetzt durch den Augenschaden natürlich eingeschränkt. Aber dass sie das auch spielerisch eingebunden haben, ist natürlich eine andere Hausnummer. Aber auch alleine diese Folter, ne? Ich meine, wir wurden ja entdeckt. Ne? Trotz Maske hat er uns erkannt, dass wir nicht Ivan Rykov sind. Warte mal, mein Hunger stillen, ne? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Deswegen necke ich jetzt meinen Zellengenossen. Ah, Frosch. Das kannst du auch gerne behalten. Ich mache Hungerstreik, habe ich doch gesagt. Hey, thanks. Snack das so weg, ne? So, mein kleiner Freund. Komm doch mal ganz kurz her. Yummy. Und wir haben einen Revolver gekriegt. Da können wir auch so eine coolen Dinge mitmachen. Also auch wie Ocelot. Wir haben es einfach drauf. Aber ja, die Folter von Volgin, die war schon echt hart. Wie gesagt, wir wurden ja entdeckt. Da wurden wir schon dermaßen zusammengeschlagen. Dann jetzt noch und dann noch Elektro. Das ist nicht gesund. Wir können uns eigentlich mal einen guten Snake näher angucken. Eine Scheintodpille. Das ist die zweite Variante, um hier rauszukommen. Das haben wir eigentlich The Boss zu verdanken, dass wir die bekommen haben. Und wir haben den Sender von Ocelot in den Rücken gedrückt bekommen. Den entferne ich. Das kommt später. Da gehen wir später drauf ein. Ja, Nahrung. Wie gesagt, wir haben gar nichts. Unser Rucksack ist weg. Wir sind komplett naked. Ja, und die dritte Variante, wie man hier rauskommt, hat natürlich auch was mit dem Türcode zu tun, aber wir kriegen dann noch Items. Deswegen der Hungerstreik. Aber jetzt mal eine Frage an euch. Hey, eat up. Ein Fisch, das ist ja immerhin besser, aber das werde ich nicht essen. Huh? Well, it's your loss. Würdet ihr Volgins Kraft bevorzugen?
Also dieses... Was hat er gesagt? 10 Millionen oder 10.000 Millionen Volt? Hey, you're not such a bad guy after all. I guess not all Americans are dogs. You mean it? Yeah. You know, before the war started, I used to live in America. I even had a wife and a kid. You must be pretty lonely. Yeah, I am pretty lonely. Really lonely. What's your kid's name? Johnny. Johnny, nice ring to it. Really? You like it? Well, if you say so, I'll believe you. Actually, my name is Johnny too. All the firstborn sons in my family are called Johnny. My dad's a Johnny, and my son's son will probably be a Johnny too. The whole clan of Johnnies. Why do we have a Cold War anyway? Our two countries used to be such good friends. Yeah, I hear ya. I just want to see my family again. Must be rough. Yeah. Not as rough as you have it, though. Here. I filched them from your equipment when the colonel wasn't looking. It's the least I can do. Well? Don't suppose you could let me out of here? Huh? I can't do that. Hey, don't you go getting any funny ideas. If you try to escape, I'll have to shoot you. I've said too much. I gotta go. Ah, verdammt. Hätte ja klappen können, ne? So. Ein neuer Zellengenosse. Time to eat. Ess mal selber deine Fledermaus. Ja, huh? Und dieser Johnny, das ist der Vater. What? You don't want this? Von, ich bin der Meinung, das muss der Johnny aus Metal Gear Solid 1 sein, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Das war ja der, der so von Meryl hin und weg war. So, gehst du auf Toilette? Weil das liegt wohl in der Familie. Aber anscheinend nicht, gut. Dank der Cutscene haben wir den Türcode bekommen. Ja, wer sich's nicht merken kann, der schreibt sich's auf, ne? Natürlich praktisch. Ich werde ihn nicht töten, um Gottes Willen. Dafür ist er eigentlich zu nett. Selbst wenn er uns jetzt gleich sieht, er wird halt lange zögern, auf uns zu schießen. Jetzt. Weil wir uns so nett mit ihm unterhalten haben. Und wir haben Zigarettengas bekommen. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Ah, da ist er. Muss mich nicht unbedingt sehen. Was denn jetzt schon wieder? Did you manage to escape? Yeah, I'm out. Be careful. In your present state, you're practically naked. You don't have a single decent weapon and you'll never survive in a battle. Take some time and pull yourself together. Eva says she's recovered your equipment, so rendezvous with her as soon as possible to get your gear back. Use the escape route Eva set up for you. Go down into the sewers through the manhole in the northwest section of Groznygrad. Start out by exiting the holding cells and heading northwest.
Alles klar, das sollten wir hinkriegen. Und jetzt legen wir den guten Johnny schlafen. Angenehme Träume, Johnny. Du warst ein guter Begleiter. In der Zeit, die wir hier gefangen genommen waren. Oh, der hat sogar Instant-Nudeln. Deine Kamera. Sehr schön. Ja, das ist hier wirklich ein Schlachtfeld. Wahrscheinlich. Ist jetzt schon wieder wach? Wie schnell ging das denn? Er hat wohl einen guten Schlaf, oder was? Und eine nette Aussicht. Verschwinden wir hier, bevor wieder wach wird. Ja, könnt ihr euch noch dran erinnern, als Volgin unseren Körper angesehen hat? Dieses Gespräch zwischen Volgin und Snake, quasi, dass du einen Körper wie ein neugeborenes Baby hast, das hat damit zu tun, wie viel mal wir Verletzungen uns zugezogen haben. Ja, ich glaube, unterm Bett ist nur Nahtmaterial, das, was wir sowieso schon haben. Aber danke für den Tipp. Und was wir hier auch nicht können, wir können kein CQC. Ich habe mich ja immer gefragt, ne? Da steht's, weil wir keine Kampfkleidung anhaben, können wir auch kein CQC. Das war natürlich beim letzten Mal auch der Fehler. Footsteps. Na komm. Ach, das darf doch nicht wahr sein. So, gute Nacht, mein Freund. Solange nicht die ganze Basis alarmiert wird, ist alles noch im Rahmen. Haben wir einen Karton? Sehr gut. Der tarnt uns leider auch nicht gut. Aber vielleicht fällt er nicht so auf wie wir. Nordwestlich. So. Sollten wir hinkriegen. Der schleichende Karton durch die Festung Grosnigrad. Lass mich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Nicht, dass ich mich verlaufe. Theoretisch wäre klüger, wenn wir da unten reingehen. Und dann da wieder raus und da. Ah, das ist nicht ganz einfach hier aus dieser Festung raus. Ich würde jetzt einfach mal sagen, jetzt einfach mal erstmal hier lang. Nordost. Jetzt sind wir hier. Ich weiß doch nicht, was man hier noch alles finden kann. Ich hätte ja eine Wache niedergeschlagen und mir die Kleidung genommen. So, jetzt sind wir hier. Da muss ich hin. Kann das auch verkleinern, vergrößern? Ne, es ist schon die kleinste. Shit. Ich gehe wieder zurück. Südost. Würde mich hier echt gerne hier umgucken, ne? Liebend gerne, aber. Jetzt hat er gerade hochgeklettert. Warum?
Ja, das kommt noch. Das kommt noch. Der chillt da einfach. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass Wachen das machen. Aber ich würde den echt gerne... What was that? ...in ins Land der Träume bringen. Nothing here. Gut. Schade, ich kann nicht aus dem Karton angreifen. Wäre noch viel lustiger. What's this box doing? What's wrong? Okay, das mit der Box ist wesentlich einfacher als hier nackt rumzurennen und zu kriechen. Jetzt sind wir hier. Hat die Lage jetzt nicht unbedingt verbessert? Warte mal. Blick auf die Karte. Da brauche ich, glaube ich, nicht hinlaufen. Ich muss... Oder? Komm ich da... Auch da ist eine Tür. Die Kamera hilft mir nicht. Kommt jetzt hierher, oder was? Das wäre eigentlich so witzig, wenn ich... Außen Karton, weißt du, die gucken da so rein und du... Weißt du? Das geht aber leider nicht. Vielleicht ignoriert er mich auch. Wäre eigentlich noch viel interessanter. Oder besser. Dreh dich um. Hier ist nichts. Du hast den Save the Perimeter hast du gemacht. Vor allen Dingen... Wie witzig das ist. Was macht der Karton hier? Weißt du, wenn ich da so lang laufen würde, dann wäre gleich die ganze Basis alarmiert. Ja, oder ins Auge pieken. Das finde ich aber fies. Da liegt was unter, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir hier eine Tarnung bekommen. In dem... Ich habe mich nie in Groznygrad umgeschaut, wenn ich auf der Flucht war. Weil ich mich das irgendwie nie getraut habe, hier großartig rumzulaufen. Ohne Tarnung und so. Wir sind gleich da. Sind gleich da. Oh nein. Bitte nicht. Hunde. Jetzt warten. Geduldig sein. Geduld ist die Tugend, die uns hier definitiv weiterbringt. Die Wache. Vorwärts. Der andere Typ, hier war da noch einer. Der pennt ein Hund, das sehe ich jetzt schon. Passt. Ja, wir haben ja noch den Revolver. Leider ohne Munition.
will er denn jetzt hin? Hier, da ist noch einer. Was steht auf dem Karton eigentlich? Aufschrift an der Seite nicht lesbar. Okay, ich warte hier. Bis der wieder zurückkommt. Weil, wenn ich da jetzt hingehe, der sieht mich, der andere sieht mich, keine Chance, Alarm. Und dann habe ich auch noch Ärger mit diesen Hunden. Und wir haben ja Paramedic, glaube ich, oder Sigint. Irgendeiner hat was dazu gesagt, dass diese Hunde eigentlich sehr, sehr gefährlich werden können. Vor allem, wenn du da reinguckst, du kannst ihn sofort sehen. Diese Idee alleine schon, dass man in einem Karton sich versteckt. Da eigentlich, warte mal, da ist so ein Schacht, ne? Orks hier? Das ist jetzt super schlecht. Wohl, ne, nicht unbedingt. Ist kein Schacht, der ist zu, doch. Aber egal. Just my imagination. Kurz ein bisschen stehen bleiben. Bleibt der da jetzt ewig stehen, der Typ? Gerade rechtzeitig angehalten. Bitte, interessier dich nicht, das ist ein Karton. Der steht, der wartet auf Abholung. Und irgendwelche Waffen oder so. Ein Muskel mit den Hunden, ne? Wir uns vorbeisneaken, auf jeden Fall. Ignoriere mich. Nee, da müsste. Ich glaube, wenn. Dann hätte er mich jetzt schon längst in Interesse gezogen. Wäre schön, wenn du einen Schritt schneller gehst. Dann, bevor der andere da in Sichtradius kommt, dann könnte ich vielleicht eventuell. Instant-Nudeln. Du sagst. Na toll, ey. Nein. Und weg hier. Auf den letzten Peng, ne? Snake, you're already in the sewers? Eva, yeah, I just got down here. I'm coming to meet you now. The door at the north end is open, right? Snake? Let me guess, there's a problem. Yeah. What is it this time? The Colonel found out you escaped. He did, huh? I figured as much. Yeah, and now all of Grozny Grad is on red alert. Just my luck. But once I'm out of the fortress... You can't get out. I can't? When the fortress went on red alert, they sealed off the sewers. You've got to be kidding me. I'm serious. And that means the escape route I laid out is... Is sealed off, too. Right. And they just sent a unit out looking for you. Down here? Uh-huh. They'll be there any minute now. You've got to get out quick. But isn't the exit sealed off? You should be able to get out by heading straight north. Book it, Snake. If they find you, you're dead.
Also nehmen wir die Beine in die Hand. Ich weiß auch nicht, ob das hier was für mich gibt. Ich glaube auch nicht. Wir müssen einfach nur schnell sein, weil hier sind Hunde. Hier sind auch Hunde. Nicht rückwärts, aber... Wo ist das Vieh? Ja, weiter, weiter, weiter. Oh nein, es kommt. Wie er weggeflogen ist. Ein Licht am Ende des Tunnels. Ja, der Eingang ist versperrt. Brauchen wir gar nicht versuchen. Los, weg hier. I've been waiting for this. Nobody interfere. This is where it ends.
so sad. A host of sorrows. And you are one of them. I am the sorrow. Like you, I too am filled with sadness. This world is one of sadness. Battle brings death. Death brings sorrow. The living may not hear them. Their voices may fall upon deaf ears. But make no mistake. The dead are not silent. Now you will know the sorrow of those whose lives you have ended. Waffensammler? Ja, the sorrow. Man kann jetzt natürlich auf mehrere Arten den Gegner bekämpfen. The Sorrow ist tot. Das seht ihr selbst. Das Ding ist, Snake ist aktuell auch tot. Und alle Soldaten, die wir getötet haben, denen wir das Leben genommen haben, tauchen jetzt hier auf. Hätte ich jetzt keinen getötet, dann wäre der Weg relativ kurz. Aber wir haben ja ein paar getötet. Ach, Schmutz. Ich muss auf die kleinen Totenköpfe aufpassen. Hey. Die tauchen halt immer auf. Auch wenn wir deren Ausdauer weggemacht haben. Das spielt bei denen keine Rolle. Die haben wir definitiv getötet. Aber hätten wir keine Wache getötet, dann wäre auf jeden Fall... Es würden dann nur die Bosse kommen. Und das war's dann eigentlich. Wir könnten theoretisch die Todespille nehmen. Oder? Ging das nicht? Weiß das schon gar nicht mehr. Ach, die ganzen Tiere ebenfalls? So viele Fische haben wir ja gar nicht getötet. Und ich habe auch noch keine Schlange oder so gesehen. Vier. Ich dachte, die Fische wären einfach nur Show. The Sorrow war der Partner von The Boss. Oder besser gesagt wird sie ja The Joy genannt. Und den Körper von The Sorrow haben wir ganz am Anfang sehen können. Er ist nämlich auch da die Brücke runtergeschmissen worden. Ach, die End und der Papagei. Obwohl wir den Papagei nicht getötet haben. Max hat es ja schon gesagt, als er sich das VOD angeguckt hat, dass wir den Papagei hätten töten können. Aber das habe ich gar nicht erwähnt. Oh, das ist dumm, ey. Nee, Ding ist halt, dann hätte The End noch was dazu gesagt. Aber es hätte keinen taktischen Vorteil gebracht.
Fury. Ey, das war fies. Ja, so viele Soldaten haben wir gar nicht getötet. Genau, das war's. Da vorne ist der Körper. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich muss den Körper berühren. Ja genau, er sagt wake up, weil unsere Zeit ist noch nicht gekommen. Ich muss den Körper berühren. Aber ich sterbe gleich. Kann ich an ihm vorbeigehen, ne? Man muss nicht auf Fortsetzen drücken. Boss, you have to shoot me. I can't. Shoot me. You want to finish your mission, don't you? Then you'll have to shoot me. The spirit of the warrior will always be with you. Don't be sad. We'll meet again someday. Snake, are you all right? That was a close call. What the hell happened to me? You were halfway drowned at the bottom of the river. Almost crossed over to the other side. Other side? So that really was. Something on your mind, Snake? Major, was there a man in the Cobra unit called the Sorrow? Yes, I've heard of him. He was an uncanny soldier who fought alongside the boss. What kind of man was he? The Sorrow was a man with, well, special powers. He had ESP, which was the subject of extensive research in the Soviet Union at the time. He was especially gifted as a medium. A medium? Someone who can communicate with the spirit world and evoke the spirits of the dead. In other words, he could talk to ghosts. They say he could find out what was going on in a battle by talking to dead soldiers. What about him and the boss? What was the story between them? I don't know the details. Why don't we ask Sigyn? Yo, I finished checking up on this Sorrow guy a while ago. Thought you guys already knew, though. Knew what? That he's dead. He's been dead for 2 years now. Died 2 years ago? At Selenoyarsk. You know, those cliffs you were at. And the boss is the one who did him in. The boss? Yep. 2 years ago, the boss was sent by the CIA on a secret mission to Selenoyarsk. That's when she met the Sorrow, who'd gone back to the Soviet Union after the Cobras broke up at the end of the war. Except this time they were enemies. And then what? The boss killed the Sorrow herself and accomplished her mission. At least, that's what the records say. So, he was never there in the first place. He just couldn't let go of the boss. You okay, Snake? Yeah, I'm fine. It looks like it's not time for me to die yet. I sure hope not. Otherwise, the whole mission is shot. We're counting on you, pal. Roger that. Eva? Snake, you didn't call. I was worried. Are you all right? Yeah. I took a pretty freaky detour.
What are you talking about? Nothing. Forget it. Let's just say I'm back. Good. But how did you escape from the sewers? I jumped into the river. From all the way up there? You're out of control. Yeah. I got carried away by the current and almost drowned. Great. That's perfect. What do you mean, that's perfect? I mean, if you ended up in the river, then I know a good spot nearby. Let's meet up there. Where is it? Keep going upstream until you get to a waterfall. A waterfall, huh? Right. Behind that waterfall, there's a cave. We'll meet in there. The cave behind the waterfall upstream. Got it. See you there. Ja, das hat man ja ein bisschen heraushören können. The Boss und Paul waren ein Pärchen. Zumindest habe ich das immer so assoziiert. Ich dachte immer zuerst, ja, das sind halt Partner gewesen. Oh. Survival. Aber dann würde er sie nicht permanent begleiten, also. Ich glaube, hier sind auch keine Feinde, ne? Ist wirklich abseits gelegen, das Gebiet hier. Ich glaube, hätten wir den Sender noch, dann müssten hier, und das kommt später, nämlich Ocelot-Einheit auf mich warten. Survival. Ich habe immer noch nicht geguckt, was Diptyk eigentlich ist. Ne? Ich wollte mir das angucken. Das ist echt ein schönes Gebiet. Und die Farben, die das Licht spielt, das ist hier wirklich alles ein bisschen anders als die anderen Gebiete noch. Survival. Kann ich rein? Okay. Mehr ist hier, glaube ich, nicht. Angeln. Wir haben ja Nahtmaterial, haben wir da. Wir hätten, glaube ich, auch einen Haken, wo wir natürlich mit unseren Wunden zunehmen. Wir könnten theoretisch einen Angel bauen. Nice to meet you, Snake. I'm Tatiana. Here's your equipment. Eva, you could use a towel. So could you. Da kommen wir gleich zu. Ah.
want some? No, thanks. Don't like snakes? Not for dinner. Didn't you have to eat them at the KGB? In my training, we always got the good stuff. French, Italian. That kind of thing. A regular Matahari. The least you could do is call me Cynthia. Tell me something. How does it feel to spy on your own country? I can't say it feels good, but it's my job. Can't even eat a snake during a mission, huh? I wouldn't mind eating you. When this mission's over, you'll have to treat me to a nice dinner. What do you want to eat? Let's see. How about sushi? Sushi? It's Japanese. I hear it's all the rage right now. Supposedly, it's made from raw fish. Raw fish? Just the place for my survival techniques. What a thrill. With darkness and silence through the night. Snake? Thank you, Snake. What a thrill. I'll be your eyes from now on. I'm searching and I'm melting to you. What a fear in my heart. But you're so supreme. Thank you. Don't worry about it. Are you all right? It's not like I can't see. I've got one good eye and can still fire a gun. Really? Good. Eva, didn't you steal some explosives out of the fortress? C3, a highly potent explosive from the West. It can be molded into any shape, like clay. With just this much, you could blow up the Shagohat and the lab along with it. Is that right? Yeah, but there's a trick to using it. Tell me about it. Well, what do you think? The Shagohod's booster unit uses liquid fuel. The fuel tanks are in the main wing of the weapons lab, in the hangar housing the Shagohod itself. So I should blow up the tanks? That's the basic idea. It should be enough to blow up the entire hangar. There are 4 fuel tanks. In order to destroy the hangar, you'll have to set explosives on each of those tanks. All 4 of them? It should be no sweat for you. Besides, the scientists had the day off today. So the hangar's completely deserted? Not quite. They've still got guards posted there. So what do I do after I set the C3? The bombs run off a timer. Once the timer has been set, the countdown will begin. When the timer reaches 0, the bombs will all go off at once. How long do I have? 20 minutes. Once the Phase 2 trials are finished, I wouldn't be surprised if they kill all the scientists to prevent them from talking. So you've got to act fast. I'll take care of it. Eva, did you get the data on the Shagohod from Sokolov? Yeah. That's the mission I was given. By Khrushchev? Mm-hmm. America doesn't have any use for it, does it? Huh. But I haven't forgotten my other mission either. Helping you out. Follow this cave and go up the ladder at the end. You'll come out inside Groznygrad, just southwest of the weapons lab.
Do you remember when you went to rescue Sokolov? Remember there was a locked door when you entered the main wing from the second floor of the east wing? Yeah. That's the entrance to the Shagohod's hangar. Use this key to open that door. The door right when I entered the main wing? Got it. What about you? I'll get things ready for our escape. There's a rail bridge to the north. I'm gonna set a bomb there, so I'm taking half of the C3 with me. Right. I'll set off the weapons lab then. Try not to be in the neighborhood when it happens. Gotcha. And watch out for Ocelot. He suspects you're not who you say you are. Don't worry. The Colonel still trusts me. And I have my ways. There's not a man alive who can resist my charms. Besides you, of course. I'm just warning you, Eva. That's all. I know. Okay, let's go. You seem like you were born on one of those. If I didn't ride every day, I couldn't go on living. Huh? When I'm riding, the wind hits me so hard that it hurts. That pain keeps my mind off the pain of having to be someone else. It's not easy always fooling myself like this. It's only when I'm on the bike that I'm free to be the real me. I only get off my bike when I fall in love or fall dead. What's your name? Tatiana. No. Your real name. What's wrong with Tanya? Okay, Tanya. Don't let anyone see you. Huh? Oh, this? It's a button camera. What did you do that for? Insurance. To make sure you don't double-cross me.